Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, beziehungsweise zu Vlogmas Teil 3. Ich mache mich gerade fertig für die Arbeit. Wir haben heute noch Weihnachtsfeier und ich wollte euch einmal nochmal die Lederleggings zeigen, die ich mir jetzt quasi nochmal neu in meiner aktuellen Größe bestellt hatte. Ich hatte die immer in Größe 38 und jetzt habe ich sie in 42, was meiner aktuellen Größe in Hosen entspricht. Und ich habe nämlich ganz viele Fragen zu dir bekommen und ein, zwei haben sie auch schon nachbestellt und mich wegen der Größe gefragt. Deshalb wollte ich sie euch einfach nochmal explizit zeigen. Sie sitzt, wie man sehen kann, hier in Größe 42 schön angenehm an der Haut an, also quasi wie halt sonst auch meine normale Hosengröße. Wäre nicht zu eng, kein Camelhöcker oder irgendwie sowas. Und ansonsten richtig schön am Bein. Und ich bin ja 1,81 Meter, habe manchmal das Problem, dass manche Hosen ein bisschen kurz sind, aber die hat hier eine super, super schöne Länge. Das heißt, auch wenn ich sie gleich mit Stiefeletten dann nämlich anziehe, dann ja verschwindet das richtig schön einfach. Also das Leder quasi, das Leder der Hose in der Stieflette. Finde ich super schön an der Stelle und wollte ich euch einfach nochmal kurz zeigen, wo wir gerade dabei sind, uns anzuziehen. Und vielleicht auch nochmal so zum Thema, wie trage ich so eine Lederleggings. Ich werde das einmal zum Beispiel tragen mit diesem den Merino-Wolle-Pulli, der hier ist von Armed Angels und von COS habe ich auch einen und stecke die dann einfach rein. Dann hat man so einen sehr sleeken Look auf jeden Fall. Unten, wie gesagt, meine betonten Kennel- und Schmenger-Boots. Die Totem-Boots werde ich auf jeden Fall auch nochmal austesten. Dann ist es so ein glatt Lederübergang. Und dadurch, dass das Outfit jetzt aber sehr figurbetont ist, würde ich jetzt halt nochmal meinen Zara-Blazer drüber ziehen, was ich heute auch vorhabe. Moment. So, dann zum Beispiel, damit bringe ich dann so ein bisschen mehr Dimension in das Outfit und in das Erscheinungsbild. Alternativ kann man auch statt einem dünnen Rolli mit Blazer einfach einen richtig chunky Pullover drüber ziehen. Ich hatte das am Wochenende zum Beispiel auch kombiniert, die Lederleggings mit meinem Pullover von Totem. Habt ihr dann auch gesehen im letzten 7 Days 7 Outfit Video, beziehungsweise im vorletzten. Das Outfit hier werdet ihr im letzten gesehen haben. Genau, also das einfach nur nochmal zur Lederleggings. Ich finde die Qualität mega, auch schon bei der vorherigen. Die ist richtig, richtig toll. Ich muss sagen, ich würde sagen, dass es ein super Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und ich hatte viele andere Lederleggings auch schon an, aber die hier ist von der Dicke, von der Anschmiegsamkeit, von der Qualität des Leders wirklich einfach außergewöhnlich. Deshalb wollte ich einfach nochmal auf eure Fragen eingehen und das nochmal mehr so in die Breite tragen. Weil ich hatte seinerzeit sehr lange nach einer Lederleggings gesucht und habe jetzt ehrlicherweise mal sehr lange vor mir hergeschoben, doch nochmal eine neue zu kaufen. Ich weiß, vorletzten Winter habe ich die alte mal noch getragen, aber das war hier oben richtig mit Zwicken oder ich habe den Knopf gar nicht mehr richtig zubekommen. Aber weil ich sie unbedingt noch tragen wollte und als ich sie jetzt gesehen habe, dass es sie immer noch gibt, habe ich gedacht, so, jetzt oder nie. Und ich bin total happy, weil ich sie momentan super viel trage. Also es hat sich auf jeden Fall schon sehr gelohnter Kauf. Und damit werde ich mich jetzt fertig machen und zur Arbeit. Wie gesagt, heute Abend ist Weihnachtsfeier, da gehen wir nochmal alle zusammen essen. Ansonsten, wie gesagt, nicht wie gesagt, aber ansonsten heute Bürotag. Morgen bin ich auch nochmal auf dem Abschied von meiner ehemaligen Chefin. Da blutet mir ein bisschen das Herz. Auch wenn wir momentan nicht mehr zusammengearbeitet haben, ja, habe ich sehr gerne in der Vergangenheit mit ihr gearbeitet. Und dass sie jetzt unser Unternehmen verlässt, ist schon, auch schon sehr, sehr schade an der Stelle. Ja. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich mich jetzt fertig mache und in hoffentlich keinen Regen komme. Ich sollte nochmal einen Regenschirm einpacken. Ich weiß nämlich nicht, ob es nachher regnen soll. Die letzten Tage war es immer mal am Regnen. Gut, dass ich da nochmal dran denke.
Wir verabschieden morgen meine ehemalige Chefin und ich hatte mich bereit erklärt, das Geschenk dafür zu basteln. Und zwar habe ich einmal, kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber hier quasi eine Fotokollage gemacht mit so ganz vielen Fotos von uns von früher, von unserem Team, das sich auch ein paar Mal verändert hat und ganz viele sind heute mit dabei. Und ja, da bin ich total gespannt, was sie oder auch die anderen dazu sagen. Und dann haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir ihr Geld schenken, weil das einfach das Beste ist, womit sie was anfangen kann. Und ich habe das jetzt hier so gefaltet, also quasi jeweils einen Schein immer so als Ziehharmonika, also abwechselnd geknickt. Dann habe ich das Ganze quasi hier einmal in der Mitte zusammengebunden und dann habe ich die jeweiligen Seiten hochgezogen, sodass ich erst einen Halbkreis hatte. Und jetzt habe ich hier zwei Halbkreise noch zusammen gemacht und werde das jetzt mit einem Band hier in der Mitte quasi noch zusammenbinden. So, dann gibt es quasi zwei Kreise und die binde ich dann am Geschenk dann fest. Genau. Wollte ich euch nochmal zeigen, falls ihr zum Beispiel Geld zu Weihnachten verschenkt, dann ist das ja eine ganz süße Faltidee. Ich habe auch schon meinen Würfel gefaltet. Da braucht man relativ viele Scheine. Kann man zum Beispiel auch dann mit 5-Euro-Scheinen zum Beispiel machen, wenn man, ja, je nachdem, wie viel Geld man verschenkt. Oder ich habe auch schon mal T-Shirts gefaltet. Das ging auch ganz gut mit einem Schein. So, ihr Lieben, ich muss gleich los. Ich bin heute auf der Abschiedsfeier von meiner ehemaligen Chefin eingeladen und das macht mich schon ein Stück weit traurig, auch wenn wir gerade nicht mehr zusammenarbeiten. Es ist trotzdem sehr schade, dass sie das Unternehmen verlässt. Ich habe sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet und ja, was das Schöne irgendwie an dem Nachmittag auf jeden Fall ist, ist, dass wir uns als Team von früher komplett treffen und ihr noch ein Geschenk überreichen. Und ja, ich habe die Karte geschrieben gestern Abend noch und die ist voll schön geworden, darf ich in eigener Bescheidenheit sagen. Ja, und ich wollte euch kurz zeigen, ich werde nämlich nachher den Celine-Shopper das erstmal ausführen, weil heute soll es weder massiv schneien noch richtig doll regnen. Im Zweifel habe ich sogar auch einen Regenschirm jetzt eingepackt. Aber aufgrund von dem ganzen Schneefall die letzten Wochen war das so ein bisschen der Grund, weshalb ich die Tasche da nicht einweihen wollte, wenngleich ich mich schon die ganze Zeit sehr darauf gefreut hatte, sie endlich mal zu tragen. Und habe das hier nämlich so gemacht wie mit der Dragon Diffusion Tasche im Sommer, dass ich da einen Staubbeutel reingepackt habe. Da ist das gute Schätzchen und ich habe die Taschen hier vorne jetzt erstmal leer gelassen. Da würde ich im Zweifel so ein schmales Paket Taschentücher zum Beispiel reinpacken. Dann machen wir sie einmal hier auf. Das geht im Grunde recht einfach, wenn ich den richtigen Winkel finde, so. Und dann habe ich hier hinten ist ja noch ein schmales Fach mit Reißverschluss. Hinter dem Innenfach habe ich hier einmal ein Paket Taschentücher. Hier habe ich mein AirTag und mein Maßband, ohne dass ich nicht aus dem Haus gehe, wieder reingepackt. Kann man gar nicht sehen, ist zu weit unten. Da. Genau, und dann habe ich für das große Fach, um das Innenleder ein bisschen zu schützen einerseits, aber auch um quasi das nicht so greifbar zu machen, was so in der Tasche ist, habe ich hier den Beutel und dann habe ich hier meinen Chanel-Kartenhalter, unser Coach-Portemonnaie mit dem Haushaltsgeld, weil ich noch einkaufen gehen will, wenn ich nachher zurückkomme, mein Louis Vuitton-Keyring-Holder und einen Knirpsen-Regenschirm habe ich da auch noch drin. Genau, Buch kommt nachher auch noch rein und dann ist das alles gut verpackt. Und ich glaube, die Tasche ist auch so sicher genug, dass mit dem Staubbeutel ist jetzt erstmal so fürs erste Gefühl, bis ich die Tasche ein bisschen besser kennengelernt habe beim Tragen. Aber oh, sie ist einfach so wunderschön. Ich bin ja schon ganz gespannt, wie das ist, nachher mit ihr unterwegs zu sein. Ich habe auch heute schon ganz fleißig alles Mögliche aufgearbeitet morgen. Arbeite ich dann das letzte auf, weil ich ja nächste Woche Urlaub habe. Und zwischen den Jahren arbeite ich zwar, aber nächste Woche habe ich dann frei. Und Dienstag bin ich, da muss ich mal gucken, ob ich das in diesen Vlog reinnehme noch. Wahrscheinlich eher in den nächsten, weil ich das gar nicht mehr, kriege ich da gar nicht mehr geschnitten. Dienstag, wenn dieser Vlog online geht, also wenn ihr diesen Vlog seht, dann habe ich den Tag über mit meiner Freundin verbracht und Kekse gebacken und Weihnachtsfilme geguckt. Aber das werdet ihr dann im nächsten Vlog sehen, weil dadurch, dass wir den ganzen Tag beschäftigt sind, kann ich damit ja kein Video schneiden, fällt mir gerade ein. Von daher wird dieser Vlog dann bis Sonntag oder Montag gehen, je nachdem, was so ansteht. Wahrscheinlich Montag, weil Montag auch mein erster Urlaubstag ist. Da habe ich noch einen Termin beim Gynäkologen, nochmal der Kontrolltermin, den
hatte ich ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich gehe da eigentlich mal zum Winter hin zur Kontrolle. Und nächstes Jahr muss nämlich meine Kupferspirale gewechselt werden. Ach, Mensch, da habe ich so, da habe ich schon ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Weil das Einsetzen des ersten Mal, also ich habe sie jetzt seit 4, 5 Jahren, also die erste, und das Einsetzen damals war sehr schmerzhaft gewesen. Das war sehr unangenehm. Sehr unangenehm, ist total untertrieben. Mein Kreislauf ist total zusammengebrochen, obwohl man dafür ja vorher, irgendwie ein paar Stunden vorher so richtig starke Schmerztabletten einwerfen soll, die ich dann auch bekommen hatte. Und da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen nächste Woche Montag. Da ist zwar dann noch nicht der Termin, aber ja. Und dann ja, klassisch Vorsorgeuntersuchung. Falls ihr länger keine Vorsorgeuntersuchung gemacht habt, ist das hier nochmal ein Reminder, das regelmäßig zu machen. Man weiß einfach nie und dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Was ich unbedingt mal machen muss, ich muss unbedingt einfach mal wieder zum Augenarzt. Ich habe ja eine leichte Sehschwäche, das heißt, alles, was weiter weg ist, sehe ich nicht so scharf. Das ist im Alltag irgendwie nicht so schlimm. Also beim Autofahren trage ich dann schon eine Brille. Aber sonst, wenn ich so durch die Gegend gehe, habe ich mich, sag ich mal, in den letzten Jahren so dran gewöhnt. Deshalb seht ihr mich auch selten mit Brille. Wenngleich es mir immer wieder auffällt, wenn ich eine Brille trage, dass ich alles, was weiter weg ist, irgendwie auf einmal viel besser erkennen kann und meine Umgebung irgendwie viel besser wahrnehmen kann. Und im Kino muss ich auch Brille tragen. Aber es ist ja quasi nicht nur die Sehfähigkeit, sondern noch viel mehr, was der Augenarzt sich an der Stelle anguckt. Und ich glaube, meine Mutter hatte früher gesagt, so alle 2 Jahre zum Augenarzt. Ich war auf jeden Fall schon viel, viel, viel länger leider nicht da. Auch etwas, was man so ein bisschen aus den Augen verliert. Und das ist halt so dieses, ne, wenn man zu Hause auszieht, bei mir ist das jetzt 12 Jahre her, also schon sehr lange, dann bin ich schon sehr dankbar meinen Eltern dafür, dass sie mich gelehrt haben, was so wichtige Dinge sind, die ich beachten muss. Also sowas wie Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrnehmen, dafür Termine machen, ne? Sei es beim Zahnarzt, beim Gynäkologen, Augenarzt, aber auch, wenn man dann eine Wohnung hat und alleine wohnt, das ist so wichtig. Also es ist wichtig zum Beispiel, dass man Hausrat-Haftpflicht versichert ist, idealerweise vielleicht noch Rechtsschutzversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat. Mein Vater hat mir damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe und die Ausbildung begonnen habe, hatten die mir seinerzeit im Grunde gar nicht zur Wahl gestellt, sondern das direkt so formuliert. Ich muss zu Hause nichts abgeben, aber ich soll irgendwie bestimmten Betrag monatlich wegsparen. Und dadurch, dass ich sowieso immer eher sehr sparsam war, ich würde sagen, früher auch noch viel sparsamer als heute mit meinen Designerwünschen der letzten Jahre, was sich so entwickelt hat. Ja, fiel mir das überhaupt nicht schwer und war da immer sehr vernünftig. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern mir das so vorgelebt haben, mir mitgegeben haben. Das ist, finde ich, unwahrscheinlich viel wert. Und trotzdem, am Ende des Tages ist es dann die eigene Verantwortung, natürlich auch daran zu denken, dass man diese Termine vereinbart, dass man zur Kontrolluntersuchung geht, dass man regelmäßig einen Check-up macht. Auch das Thema, wie führe ich einen Haushalt? Ne? Wann staubsauge ich, putze die Bäder, wasche die Wäsche, damit man auch wieder was zum Anziehen hat. Das war irgendwie nie so richtig ein Problem, wobei ich sagen muss, es gibt Haushaltssachen, die mache ich lieber und andere mache ich weniger lieber. Mit Kevin, muss ich sagen, habe ich den absoluten Jackpot, weil wir beide da sehr gleich ticken. Wir haben ein sehr, also unser Hygieneverständnis ist das gleiche, unser Sauberkeitsverständnis ist das gleiche. Wir lassen beide in der Regel nicht wirklich viel rumliegen, aber jeder hat durchaus mal irgendwo was, was irgendwie rumliegt. Also zum Beispiel steht da immer noch das Stativ, weil ich noch für euch filmen wollte, wie ich gebrannte Mandeln mache. Da steht er ja schon seit 3 Tagen, weil ich das seit 3 Tagen irgendwie nicht geschafft habe. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen so notwendig, dass es da steht, damit ich es dann benutzen kann, wenn es endlich soweit ist. Aber es steht da halt auch. Und Kevin könnte ja sagen, Mensch, steht mir jetzt irgendwie im Weg. So. Und so könnte ich sagen, sein Pullover, der im Flur noch liegt, der ist mir da im Weg. Aber da haben wir eigentlich ein sehr gutes Verständnis. Wir räumen beide auch immer wieder auf. Ja.
so dass es eigentlich immer sehr ordentlich ist und zwischendurch aber halt auch mal so dieses wohnliche, leicht unaufgeräumte. So richtig Chaos findet Bam bei uns eigentlich nie. Außer im dritten Zimmer, wenn wir da jetzt diverse Sachen irgendwie ablegen. Wenn ich zum Beispiel eine neue Kooperation habe und die neuen Stücke kommen an, dann liegt das da erstmal. Oder wie jetzt liegen da ein paar Weihnachtsgeschenke. Das MacBook ist immer noch unausgepackt, weil ich muss es unbedingt mal auspacken. Und ein paar Stücke, die wir zum Schneider bringen wollten, liegen da auch. So quasi so ein paar To-Dos. Aber auch das sieht jetzt nicht ganz, ganz schlimm aus. So. Prost, sonst wird's warm. Haselnuss, habe ich gar lange nicht getrunken. Kam mir gerade entgegen. Ich dachte nicht erst, dass es Pistazie ist, weil ich überlegt hatte, dass ich Pistazie trinke mit der Marzipannote. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind jetzt auch wieder Spekulatius auf jeden Fall entweder online gekommen oder kommt jetzt Sonntag online. Von daher könnt ihr das wahrscheinlich kaufen, sobald das Video online geht. Und war nicht noch eine andere Sorte? Nougat? Nougat, glaube ich, hatten sie jetzt auch wieder restockt. Wobei ich sagen muss, Nougat war okay, aber Haselnuss hat mir deutlich besser gefallen. Und hatte ich das mal aufgeklärt, dass mir Pumpkin Spice ja so gar nicht geschmeckt hat, wo ich dachte, das schmeckt irgendwie verbrannt. Ich habe die Flasche meinem Arbeitskollegen gegeben, der total gerne Pumpkin Spice trinkt. Doch, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Egal, jetzt erzähle ich es nochmal. Und das ist so lustig, wie unterschiedlich dann einfach wirklich geschmeckt hat. Also bei mir hat es ja gar nicht geschmeckt. Und er sagte, das schmeckt wie normales Pumpkin Spice. Ich liebe es. Total lustig. Also wenn ihr gerne Pumpkin Spice mögt, jetzt ist die Sorte ausverkauft, aber nächstes Jahr kommt sie bestimmt wieder. Dann, ja, ich würde es nicht zum Kauf empfehlen. Mir hat es nicht geschmeckt, aber mein Kollege mag es. Und vielleicht ist es dann so, dass jemand, der wirklich Pumpkin Spice auch gerne trinkt, was ich halt grundsätzlich eigentlich nicht so tue, dass demjenigen das auch direkt schmeckt. Ich wollte mir nicht nur einen Eiskaffee machen, sondern irgendwie noch was essen. Ich hatte erst daran gedacht, einen Speisepack zu machen, aber es ist mir jetzt irgendwie zu viel Milch und Quark irgendwie. Vielleicht habe ich ja noch Eier und mache mir ein Burrito. Ach nö. Für das Rührei und generell Currypulver-mäßig benutze ich immer, wenn es ein Currypulver sein soll, das Curry Matt, was jetzt von Just Spices. Das müssen wir mal im Adventskalender gehabt haben, weil ich habe sonst immer das Currypulver von Ostmann gekauft. Das ist jetzt alle. Deshalb hatte ich letztens notgedrungen quasi dazu gegriffen und festgestellt, dass die Aromen viel intensiver sind. Also das ist auch irgendwie eher orange. Das riecht allein schon richtig, richtig lecker. Da ist drin Koriander, Kurkuma, Boxhornkleesaat, Fenchel, Kreuzkümmel, Chilipulver, Pfeffer, Meersalz, Knoblauchpulver, Nelken. Das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Curries mögt. Also nicht, wenn ich jetzt am Thai Curry koche, würde ich mal Currypaste nehmen vom Asien-Format. Aber wenn man jetzt ein Gericht hat, wo Currynoten ran sollen, dann muss ich sagen, gefällt mir das echt viel besser als das von Ostmann. Das würde ich jetzt auch wieder nachkaufen, wenn das leer ist. Curry hält sich bei uns eigentlich immer ganz gut, weil im Rührei benutze ich es zwar jedes Mal, aber so häufig machen wir jetzt auch kein Rührei oder Lunch Burrito mache ich in letzter Zeit ab und zu, aber nicht so häufig, wie ich es eine Zeit lang mal gemacht habe. Und dann braucht man die auch immer nicht viel. Also auch schön langlebig. Ich kann jetzt eigentlich auch die Hitze runterstellen, also Herd im Grunde ausmachen, weil die Hitze, die jetzt in der Pfanne ist, reicht, um das jetzt so langsam cremig stocken zu lassen.
damit das mir schön saftig bleibt. Nochmal ein kurzes Feedback, eine kurze Review zu einer Augencreme, die ich die letzten 3-4 Wochen getestet habe. Ich hatte hier immer so eine Probe irgendwoher bekommen von La Mer von dem Augengel. Und ich muss sagen, die hat mir total gut gefallen. Sie ist eher reichhaltiger. Ich habe sie tagsüber dann noch benutzt, weil wir jetzt in der Winterzeit halt so eine reichhaltige Creme durchaus mal ganz gut benutzen können. Ich habe nicht zu häufig Wimperntusche getragen, deshalb kann ich nicht sagen, ob sie wirklich fest ist. Ich trage auf jeden Fall keine wasserfeste Wimperntusche, weil wasserfeste Wimperntusche ist ja immer öllöslich. Und mit der nicht wasserfesten Wimperntusche würde ich sagen, hat die sich auch ganz gut gehalten. Und ich fand, lustig, da fliegt irgendwas, das spiegelt sich. Ich fand auf jeden Fall den Pflegefaktor total gut. Also ich würde sie auch nachkaufen, wenngleich ich momentan erstmal bei meinen Standardprodukten bleibe. Aber falls ihr nochmal was ausprobieren wollt, dann kann man die vielleicht sogar noch zu Weihnachten verschenken. Ich suche sie euch mal raus und verlinke sie unten. Das ist, La Mer ist ja immer etwas teurer. Vielleicht nochmal eine schöne Geschenkidee oder falls ihr euch nochmal was gönnen wollt. Mir hat sie auf jeden Fall ganz gut gefallen, auch so von der Textur her und ist gut eingezogen, hat sich immer sehr angenehm und pflegend angefühlt. Ich habe jetzt alles fertig gepackt, habe hier noch das Geschenk angepackt und dann geht das jetzt los. Guckt mal, mein Fotobuch ist endlich angekommen. Das sollte eigentlich schon letzte Woche Freitag ankommen. Und dann gab es aber Probleme bei DHL. Dann hatte ich einen Rechercheauftrag angestoßen und jetzt ist es aber endlich da. Und alleine der Karton, in dem das versteckt ist, ist super süß vom Motiv her. Und dann ist es hier nochmal so ein Umschlag, wo das drin ist. Und da sind jetzt zweimal das gleiche Fotoalbum drin. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie es aussieht. Oh, wow, wie schön. Das ist so richtig matt. Oh, das feiere ich total, dass das nicht glänzt. Und total lustig, wie dünn das Heft einfach ist. Es sind halt so knapp 30 Seiten. Und man könnte hier den Rand auch beschriften. Das geht allerdings, glaube ich, erst so auf 50 Seiten oder so. Aber oh, ich muss mal reingucken. Das Foto von Kevin finde ich auch immer so cool. Mit dem verschwommenen Hintergrund. Dieses matte Finish finde ich so toll. Also ich bin richtig zufrieden. Und es gefällt mir, glaube ich, auch besser als das Zewe-Fotobuch oder die Zewe-Fotobücher, die ich in letzter Zeit gemacht hatte, so in den letzten Jahren. Also die sind auch toll, aber dieses matte hier und das war ja, glaube ich, sogar ein bisschen günstiger noch. Dieses Café, das war einfach so, so toll gewesen. Und hier unser Kakao mit Marshmallows und dann, ups, hier in Stavanger. Das hat uns auch so gut gefallen. Und oh, diese Tassen, diese Becher, die waren so schön gewesen. Und auch hier wieder heiße Schokolade und Cappuccino. Ja, richtig cool. Da wird sie sich total freuen. Das ist ein richtig schönes Heft, um das hinzustellen. Ich habe noch ein anderes Fotobuch fertig, was ich jetzt noch bestellen wollte. Warte aber noch, dass ich noch ein zweites fertig bekomme, dann wollte ich die zusammen bestellen. Und in dem Paket jetzt war sogar ein 10% Rabattgutschein für die nächste Bestellung mit dabei. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn ich jetzt noch zwei weitere Fotobücher bestellen möchte. Ansonsten hat jetzt mein Urlaub angefangen. Ich habe jetzt eine Woche noch Vorweihnachtsurlaub und ich freue mich total. Heute Abend will Kevin mit mir ins Kino. Wir gucken uns um 23.10 Uhr den Godzilla-Film an. Der ist, meine ich, auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Da bin ich schon sehr gespannt. Vor allem muss ich mich, glaube ich, gleich nochmal hinlegen, weil 23.10 Uhr schlafe ich ja sonst schon längst. Und jetzt soll ich dann hier aufbrechen und dann anfangen, einen Film zu gucken. Dann muss ich ein bisschen vorschlafen. Das schaffe ich sonst nicht. Und es gibt gleich noch irgendwie was Leckeres zu essen. Ich habe noch Lachs im Kühlschrank. Ich glaube, den machen wir uns heute nochmal. Und so sieht das fertige Gericht aus. Wir sehen hier schön reichen Lachs. Thank you.
einen wunderschönen Sonntagmorgen, ihr Lieben. Ich habe gerade Brötchen geholt und Kevin ist gerade dabei, den Eiersalat zu zubereiten. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr, denn ich habe irgendwie richtig Hunger. Gestern war ich noch auf einer Weihnachtsfeier und ich glaube, ich habe gestern gar nichts gevloggt. Okay! I'm coming! Ja, ich freue mich sehr darauf, gleich die Adventskalender auszupacken, Eiersalat zu essen und vor allem die neue Folge von Seven vs. White zu gucken. Laut Titel ist da heute ein sehr spannender Part auf jeden Fall. Ich habe auch schon fleißig an einem weiteren Fotoalbum heute Morgen gearbeitet. Ich hatte euch die jetzt, glaube ich, auch gezeigt, die gekommen waren und mir gefallen die so gut. Deshalb hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass ich das eine noch fertig machen kann. Ja, ich komme! Aber irgendwie ist die Problematik, dass sobald ich neue Seiten hinzufüge, oben die Leiste verschwindet und ich nicht mehr speichern kann. Deshalb muss ich da morgen erstmal anrufen und fragen, die werden da irgendwie einen technischen Defekt wahrscheinlich gerade haben. Denn die verschwindet immer. Leider habe ich das vorhin nicht direkt gemerkt gehabt. Da war ich dann schon mal hintergekommen und ja, das war jetzt irgendwie alles weg gewesen. Es war ein bisschen blöd, aber ja, lässt sich jetzt auch nicht anders ändern an der Stelle. Und dann habe ich heute eigentlich noch relativ viel so auf dem Zettel, was wir machen werden. Wir wollen Kevin noch die Haare schneiden. Ich wollte nachher Sport machen, anfangen diesen Vlog zu schneiden. Bei Just Spices vielleicht nochmal was bestellen, weil wir haben momentan ein paar Gewürze, die alle sind oder fast alle sind. Und ich meine, bis heute hatten die noch 20% auf der Webseite, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Da wollten wir jetzt nochmal bestellen, dass wir da noch von profitieren. Und was haben wir noch? Irgendwie habe ich voll viel auf dem Zettel. Toiletten habe ich schon geputzt, Waschbecken müssen aber noch geputzt werden. Ich wollte die Wohnung mal durchwischen und auf jeden Fall auch mein Buch zu Ende lesen, weil morgen habe ich einen Termin mit dem Gynäkologen und da in der Nähe ist eine Bücherhalle. Und da wollte ich dann die Bücher, die ich bisher fertig gelesen habe, das sind 3 plus das von heute, wo nur noch ein Stückchen fehlt, wollte ich dann an der Stelle zurückgeben. So, das wollte ich aber Kevin nicht weiter warten lassen, also auf zum Frühstück. Kevin ist jetzt so lieb und putzt einmal die Bäder, insbesondere die Waschbecken. Und ich darf mit euch jetzt endlich die gebrannten Mandeln machen. Das habe ich schon die ganze Woche vorgehabt. Und jetzt ist das Licht fast weg, aber wir werden das restliche Tageslicht noch nutzen, um endlich die gebrannten Mandeln herzustellen. Hier liegt auch schon alles bereit, nämlich die Mandeln. Wie gesagt, das ist ja auch nur ein Rest, den ich machen möchte. Zucker. Und dann habe ich mich jetzt dazu entschieden, das mit dem Spekulatiusgewürz zu probieren. Da ist ja ganz viel Zimt drin, wobei die Prozentzahl steht gar nicht mehr drauf. Bei dem Zimtsterngewürz stand die Prozentzahl noch drauf. Anis, Muskat und Nelke. Und dann mal schauen, wie das mit dem Spekulatiusgewürz schmecken wird. So, das war ein Misserfolg. Also das letzte Mal, als ich gebrannte Mandeln gemacht habe, ist auch ein bisschen her. Aber normalerweise sollen die eigentlich nicht so sehr aneinander kleben. Das Gute ist, es ist jetzt nicht zum Verschenken unbedingt gedacht gewesen. Man kann das alles hier selber essen. Das heißt, es kommt auf die Optik nicht drauf an. Aber normalerweise sollen die eigentlich so ein bisschen gleichmäßiger bezogen sein. Wenngleich das trotzdem nie so aussehen wird wie auf dem Dom. Aber ich hatte hier, glaube ich, zu wenig Zucker. Ich habe den ersten Mal probiert. Das muss jetzt natürlich erstmal richtig auskühlen, weil der Zucker, wenn ihr heißen Zucker, flüssigen Zucker habt, ist es unwahrscheinlich heiß. Ich habe das Gefühl, das Zimtsterngewürz da drin schmeckt tatsächlich nicht so. Und dann weiß ich auch nicht mehr, was ich mit dem Gewürz anfangen soll. Ich glaube, das ist nicht so unseres. Falls ihr mit dem Zimtsterngewürz schon mal irgendwas gemacht habt, dann ja, lasst es mich mal wissen. Vielleicht verschenke ich es uns einfach irgendwie weiter an jemanden, der damit testen möchte. Und ich glaube, der Zucker, der ist nicht verbrannt, aber einen kleinen
Naja, hätte auch ein klein wenig kürzer einfach schmelzen können. Da muss man immer richtig haarscharf aufpassen, damit man diesen Punkt nicht überschreitet. Denn dann kann sowas auch ganz schnell mal schwarz werden. Ja, und man sieht hier, man kann das da, wo es schon abgekühlt ist, kann man das ganz einfach auseinanderbrechen. Ist dann quasi wie Bruchschokolade, eine bruchgebrannte Mandel. Und hier habe ich schon mal Wasser reingepackt, wo der restliche Zucker drin ist. Das erste Mal dachte ich, ich habe mir meine Pfanne total versaut, weil ja alles voll mit Karamell hier geklebt und ich gedacht habe, das ist so hart, wie kriegt man das ab? Naja, Zucker ist wasserlöslich, also einfach nur heißes Wasser drauf und dann löst sich das Problem von alleine. Aber ja, trotzdem, wir haben es jetzt gemacht. Wir wollen jetzt nochmal die Just Spices Gewürze durchgehen, weil wir jetzt durch den Adventskalender recht viele neu haben und mal gucken wollen, was wir da was machen können. Und vor allem aber auch, um nochmal zu gucken, welche wir nachbestellen müssen. Ja, wie machen wir das denn? Ich würde sagen, ich packe erstmal alle auf jeden Fall hin, die wir regelmäßig benutzen, oder? Mhm. Spekulatius-Gewürz kann ich gleich nach rechts stellen, das benutzen wir bestimmt nicht wieder. Bagels-Gewürz auch nicht. Das magst du nicht? Also nicht auf Brot. Aber da sind leckere Knoblauchnoten drin. Da wird uns schon zum Beispiel in Kartoffelpüree könnte man das als Knoblauchnote noch mit reinmachen. Ich glaube, das. Ja, also es müssen wir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Angebrochen müssen wir nicht nachkaufen. Die Dose ist ja zu. Unsere Pasta Allrounder haben wir noch ein Backup, müssen wir also auch nicht nachkaufen. Ich glaube, wenn wir die drei jetzt nachbestellen, dann ist das gut. Und den Rest haben wir entweder Backups oder wir können hier mal gucken, ob wir die aussortieren und verschenken. Super. Gehst du da mit d'accord? Jo. Welche sind das jetzt, die wir nachbestellen? Eye-Topping, Zimtsterngewürz und Curry Matras. Können wir auch überlegen, ob wir... Zimtsterngewürz hat jetzt so 2 Jahre gehalten. Da brauchen wir, glaube ich, nur einen bestellen. Aber Eye-Topping und Curry Matras können wir überlegen, ob wir da 2 von bestellen. Ja, mach mal. Und dann kriegst du noch einen gratis Stuhl in Spice. Was muss ich dafür tun? Den Rabattcode eingeben. Welchen? Just Steffi Sröber. Alles klar. Du bist süß. Ihr Lieben, heute ist mein erster Urlaubstag und ich bin jetzt gerade vom Arzt wiedergekommen. Ich hatte quasi einen Routinetermin beim Gynäkologen und ich hatte das, glaube ich, ja schon mal erzählt, dass ich Myome in der Gebärmutter habe. Und wie es aussieht, werde ich nächstes Jahr operiert werden müssen. Das verhagelt mir ganz schön den Tag. Irgendwie kann ich das auch nicht so richtig greifen. Ich bin noch nie operiert worden. Das macht mir irgendwie Angst. Und ja, ich weiß irgendwie auch nicht. Irgendwie ist das so ein bisschen, gerade wie in so einem Nebel. Auf der anderen Seite ist das für die Ärzte wahrscheinlich ein Routine-Eingriff. Und es ist jetzt gerade auch nichts akut Lebensbedrohliches. Aber ja, irgendwie zu wissen, nächstes Jahr operiert werden zu müssen. Und dann mit den Folgen, die das dann auch für so ein paar Wochen hat, mit keinen Sport machen und... Ja, Umstellung von Verhütungsmitteln und allem irgendwie so, ist einfach scheiße. Ich wollte, bevor ich den Vlog beende, euch noch 2 Sachen zeigen, die ich letzte Woche bestellt habe, um nochmal das Thema irgendwie mal beiseite zu schieben. Und zwar hatte ich auf Instagram auch geteilt, bei Bräuninger letzte Woche ja ganz lieberweise von der lieben Eileen einen Link zugeschickt bekommen. Hey, ist das nicht der Mantel, den du suchst? Der ist hier im Sale. Und da habe ich sofort zugeschlagen und den bestellt. Den wollte ich euch einmal angezogen zeigen. Und zwar ist der schwarze, lange Mantel von Totem, den ich so sehr liebe. Und ich trage den Zara-Mantel unwahrscheinlich gerne. Der ist ja sehr ähnlich, muss man sagen.
Aber es wäre eigentlich schön, nochmal so ein Upgrade im Schrank zu haben und im Zweifel halt zwei zu haben. Einen halt für so die richtigen schönen Anlässe, den Totemmantel dann natürlich und den Zara-Mantel dann, ja, so für die allgemeinen Anlässe irgendwie. Wobei ich ja keine Kleidung kaufe, dann nur für gute Anlässe. Aber ich hätte dann mal so zwei Varianten, weil ich den Zara-Mantel trage einfach so viel. Das heißt, den werde ich auch irgendwann abgetragen haben. Deshalb ist es ganz gut, wenn ich irgendwie noch einen zweiten dann quasi hätte. Da zeige ich euch gleich einmal, wie der sitzt. Und dann, total süß, hatten wir geschrieben. Und dann hatte ich noch geschrieben, dass ich noch so einen anderen Mantel suche, der aber nicht mehr erhältlich ist außer Second Hand. Aber da gibt es momentan meine Größe nicht. Und dann schickst du mir einfach auch noch den Link dazu. Und dann war das so unfassbar. An dem Morgen war dieser Mantel, wir reden davon, der Scarf Jacket von Totem, zeige ich euch auch gleich, in diesem Camel-Ton, den es dieses Jahr nicht mehr gab. Dieses Jahr gibt es ja nur die mit dem Stitching, mit diesem Blanket-Stitching. Hatte ich ja auch die graue Variante an mit den weißen Nähten. Mega schönes Stück, gibt es auch komplett in Schwarz. Und den Camel, dachte ich, gibt es gar nicht mehr. Und ich hatte bei Anita Haas sehr viel geguckt gehabt. Und ich weiß nicht, ob das dann eine Retour gewesen ist, die da reingekommen ist oder warum mir das nie angezeigt worden ist. Aber auf jeden Fall war dieser Mantel da noch verfügbar. Und der war morgens für den vollen Preis da. Und abends, ich mache das manchmal, dass ich so durch die gespeicherten Sachen in Safari so durchstöbere. Und dann ist der Mantel auf einmal 50% reduziert und ich denke so, das kann jetzt irgendwie gar nicht angehen. Ich komme gar nicht klar. Der Mantel, nur noch einmal in Größe 40, der fällt oversized aus, müsste also voll meine Größe sein. Und wieso ist der auf einmal 50% reduziert? Oh mein Gott, wieso ist der 50% reduziert? Vor allem, der wird teilweise Secondhand für den Vollpreis verkauft. Ich habe ihn nie günstiger gesehen als jetzt hier zum Neupreis zur Hälfte. Also irgendwie totaler Wahnsinn und dann konnte ich nicht anders, dann habe ich sofort bestellt. Und ich zeige euch beide Mäntel jetzt einmal. Ich bin mir aber selber noch nicht sicher, ob ich einen behalte, ob ich zwei behalte, ob ich keinen behalte. Da werde ich mir in Ruhe nochmal Gedanken machen. Deshalb habe ich mir jetzt kurz nochmal ein paar Stiefel da rausgeguckt, weil ich wollte die nochmal so ein bisschen unterschiedlich stylen, um nochmal zu gucken, wie würde ich sie denn tragen. Und weil sie euch aber in diesem Vlog auf jeden Fall noch zeigen, denn der nächste Vlogmas-Teil ist mir jetzt aufgefallen, geht ja eigentlich über die Weihnachtsfeiertage. Allerdings weiß ich nicht, wann ich da den Vlog schneiden soll. Deshalb bin ich momentan am Überlegen, ob ich, ob der nächste Vlog quasi pünktlich kommt. Das wäre mir schon wichtig, dass der am Dienstag kommt. Aber dass der quasi nur bis den Tag vor Weihnachten geht, weil ich will eigentlich nicht die Weihnachtsfeiertage mit Vlog schneiden verbringen. Und dass es dann so ein Special am Freitag danach gibt, also der 29.12. da wäre das, wo ich dann nochmal so einen Vlog mache von Weihnachten in Verbindung mit dem alljährlich beliebten What I Got For Christmas Video. Dann würde ich das als so Weihnachts-Highlight am Jahresende irgendwie nochmal so zusammenfassen. Ja, lasst mich mal wissen, wie ihr das findet, weil ich glaube, anders würde ich das nicht hinbekommen. Weil ich kann zwar Weihnachten schön und locker flockig filmen, aber der zweite Weihnachtstag ist dann ja schon der Dienstag, wo der Vlog online geht. Also hätte ich keine entspannte Möglichkeit, das zu schneiden. Und das wäre mir gleich ein bisschen zu schade, die Zeit mit meiner Family. Wäre mir da einfach zu wichtig. Deshalb habe ich überlegt, wäre das ganz cool, den Vlog dann bis einschließlich Samstag zum Beispiel zu machen. Und danach so die richtige Weihnachts-, den richtigen Weihnachtsmodus dann auf den 29. Vom Update hier zu legen. Genau, ich hole mal gerade die Mäntel und dann wollen wir den Vlog ja auch gleich mal beenden. So, obwohl es tags ist, ist durch die Wolken, ist irgendwie recht dunkel, aber ich hoffe, ihr könnt gut genug sehen. Also, das ist Mantel Nummer 1, der schwarze Mantel, double breasted, super schön strukturiert, also auch vom Material her merkt man schon einen Qualitätsunterschied zum Zara-Mantel. Der ist deutlich strukturierter und fester noch vom Stoff her. Der hat hier vorne so Einstecktaschen, also die quasi so gerade reingehen und nicht von der Seite, was ich eigentlich bevorzuge. Auf der anderen Seite merke ich aber auch beim Zara-Mantel, dass ich das nutze, um da reinzugehen. Und das kann natürlich dann über die Zeit sein, dass das so ein bisschen dann anfängt abzustehen. Diese Tasche würde ich nicht öffnen, weil die sind ja mal vorzugenäht. Die würde ich, glaube ich, einfach geschlossen lassen, weil so würde ich die Hände da vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie reinpacken. Und was bei dem Mantel ehrlicherweise aber
noch geiler ist als beim Zara-Mantel, ist die Länge. Der ist einfach nochmal, weiß ich nicht, 10 cm vielleicht ungefähr länger, geht so richtig schön lang runter und das bei meinen 1,81 Meter sei gesagt. Die Ärmellänge ist absolut perfekt, auch da wieder, ich bin eine große Frau. Ich habe manchmal das Thema, dass die Ärmel vielleicht nicht unbedingt lang genug sein könnten. Und kriege den hier auch ganz bequem zu. Ich habe jetzt einen dünnen Pullover drunter. Ich werde das für mich auf jeden Fall auch von der Größe her nochmal testen mit einem dicken Pullover drunter. Aber wenn ich jetzt so einen dünnen Pullover drunter habe, dann kann ich ja den ganz wunderbar schließen. Ich muss aber auch sagen, die Wollmäntel trage ich in der Regel eigentlich immer offen. Die schließe ich eigentlich eher nicht so sehr. Ja, den Spiegel putzen steht auch noch auf meinem Zettel. Da musst du jetzt einmal durch. Aber hier könnt ihr nochmal sehen oder erahnen, wie schön der einfach ist. Echt mega, mega, mega tolles Stück. Und das wäre auch so, also ich hatte es im letzten Vlog. In irgendeinem Video habe ich es letztens auf jeden Fall erzählt, dass ich gesagt habe, okay, Mantel ist jetzt erstmal auch weg aus meinen Gedanken, weil das ist einfach auch eine zu teure Anschaffung jetzt. Ich habe mir jetzt gerade die Tasche gekauft und die Schuhe. Also die Tasche von Celine, die Schuhe von Totem, da habe ich jetzt genug Geld ausgegeben. Jetzt wird erstmal wieder gespart. Aber das jetzt ausgerechnet der Mantel, beziehungsweise dann gleich beide Mäntel von meiner Wunschliste zu so einem guten Preis angeboten werden, ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, na, vielleicht gehe ich dann doch nochmal an das Sparbuch ran. Mache ich eigentlich eher seltener, aber in so einer Situation könnte das durchaus mal passieren. Ja, mega, mega toller Mantel. Also, ach, der fühlt sich einfach so wahnsinnig toll an. Hat hier hinten, das finde ich bei Mänteln auch immer total toll, diesen Schlitz. Und ja, Materialzusammensetzung weiß ich gerade gar nicht. Hier auf jeden Fall das schöne Logo. Habe ich eigentlich eine Innentasche? Ja, da ist dieses typische Fach der Herren, aber das brauche ich nicht. Ja, auf jeden Fall, mega tolles Stück. Ich verlinke ihn euch auch nochmal. Das kann natürlich immer mal sein, dass da jetzt noch so vereinzelte Retouren bei Bräuninger auch zurückkommen. Und vielleicht halten sie ja den Preis von 750 Euro. Ein, zwei von euch haben ja auch schon zugeschlagen und hatten Glück, dass ihre Größen noch verfügbar waren. Ich bin gespannt, wie euch die Mäntel gefallen, ob sie euch von der Größe her so, ob sie von der Größe her so sitzen, wie ihr euch das vorstellt. Auf zum Mantel bzw. Jacke, Scarf Jacket Nummer 2. Und als ich die Jacke gerade anprobiert habe, ist, glaube ich, die Entscheidung gerade gefallen. Ich finde sie so toll. Ich glaube, die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich bin nämlich so um diese Jacke rumgerannt. Ich habe auf Vestia Kollektiv und bei Vinted jeweils eine Größe in 38 seit Wochen verfolgt und habe beide angeschrieben und mich und gebeten, mir die Maße durchzugeben, weil bei diesen Modellen aus dem letzten und vorletzten Jahr soll es so sein, dass der Schnitt noch oversizeder ist als dieses Jahr bei den Schnitten. Und deshalb habe ich mich gefragt, auch wenn ich sonst eine 40 oder 42 habe, ob die 38 passen würde, weil die so oversized letztes Jahr und vorletztes Jahr geschnitten gewesen sind. Das vielleicht nochmal, falls ihr auch Secondhand suchen solltet. Leider haben mir die nie geantwortet. Die eine hat zwar immer fleißig die Nachrichten irgendwie gelesen und einmal hatte sie zurückgeschrieben, sie war krank, sie meldet sich und dann ist nichts passiert. Und bei Vestia Kollektiv, nee, da war sie dann am Ende auch verkauft. Und jetzt habe ich sie in 40 und das zu dem besten Preis, den es je gab. Hammer, 400 Euro statt 820 Euro. Und 820 Euro ist auch der Preis vom Vorjahr, also vom letzten Jahr, weil jetzt kosten die eigentlich alle 880 Euro. Ist halt das Modell vom Vorjahr, aber ist genau das, was ich wollte, weil ich finde dieses andere Modell nach wie vor total toll in diesem Grau mit diesem Blanket-Stitching in diesem Hell oder die Jacke auch einfach in Schwarz, da war ich mir nicht sicher, ob das nicht sogar noch geiler, also noch im Zweifel auf jeden Fall noch vielfältiger kombinierbar wäre. Und was bei diesen beiden Jacken toll ist, ich blende sie euch hier nochmal ein, die ist noch strukturierter vom Stoff, weil der Stoff einfach deutlich dicker ist. Der hier ist vom Stoff her so wie mein Mantel von
Philippa Kell. Ich weiß auch hier gerade die Materialzusammensetzung nicht. Was ich aber weiß, ist, dass das alles natürliche Materialien waren. Und erinnert ihr euch noch daran, dass ich letztes Jahr nach einem camelfarbenen langen Mantel geguckt habe und dann aber den von Philippa Kell auch im Sale in diesem tollen Dark Khaki, nennt er sich, ich finde, das ist so ein dunkelbraunen Ton, gefunden habe und nicht in Camel und dann gedacht habe, der sieht trotzdem toll aus und ich trage den so gerne. Und vielleicht sollte das mit dem Mantel auch einfach sein, weil das Universum schon wusste, dass ich diese Jacke in Camel haben werde. Und ein Mantel und eine Jacke in Camel, beides kann man beides gut im Kleiderschrank haben, aber so für den Start braucht man das nicht. Also das ist irgendwie so ein absolut perfektes Outfit. Vor allem, was ich auch immer wieder finde, ist, den Eindruck habe ich zumindest so von Fotos auch gewonnen, ist, ich finde die Jacke, glaube ich, am coolsten mit einer eng geschnittenen Hose. Und nicht so sehr mit einer weiten Hose. Ja, die hat hier vorne die Einstecktaschen und was halt bei dem, ihr habt es vielleicht beim Unboxing schon gesehen, so schön ist, die Knöpfe sind alle richtig so als T dran genäht. Total schön. Und der Scarf, die Scarfjacke, das ist auch hier fest vernäht. Und ich bin ja jemand, der immer nicht so sehr mit Schal rumläuft, weil ich das aber halt auch nicht so schön finde, das halt immer dann irgendwie mit mir rumschleppen zu müssen. Und dann muss ich sagen, finde ich das einfach mega genial, dass ich den jetzt hier einfach so dran habe, weil dann kann ich ihn runterhängen lassen. Ich kann ihn einfach hier so rüberwerfen. Ich muss keine Angst haben, dass er irgendwie runterfällt oder so. Also abfällt, weil er ist ja fest vernäht. Und sieht ganz toll aus. Okay, also die behalte ich auf jeden Fall. Die werde ich auf jeden Fall. Mit dem schwarzen Mantel werde ich nochmal sehr in mich gehen, weil das wäre natürlich jetzt nochmal echt eine Stange Geld. Ja. So it is, so schaut's aus. Ich werde mich jetzt mal kurz hinlegen, bin ein bisschen kaputt, einfach jetzt so von dem Termin, glaube ich. Und ja, ich werde jetzt erstmal den Vlog zu Ende schneiden, weil ich habe ihn schon fertig geschnitten, bis auf diese Sequenz, die werde ich jetzt reinschneiden. Dann kann das Video nämlich speichern, während ich ein bisschen schlummere. Ihr dürft euch... Oh, wir sehen uns gar nicht mehr vor Weihnachten. Doch, vielleicht am Freitag. Doch, am Freitag sehen wir uns wahrscheinlich. Und Sonntag wahrscheinlich auch zum 7-Day-7 Outfit-Video. Ich habe mir für Freitag was richtig Besonderes überlegt. Verrate ich's? Okay, ich teaser es an, aber falls ich es nicht schaffe, dürft ihr mir nicht böse sein. Ich bin seit Monaten nach einem Update zu meiner Handtaschensammlung gefragt worden. Und ich habe immer gesagt, die gibt's immer zum Jahresanfang. Ich bin am Überlegen, ob wir mit der Tradition brechen, weil ich finde es so schön. Es gibt so ein, zwei YouTuber, die ich selber in der Vergangenheit geschaut habe, die das immer so um die Feiertage rumgepostet haben. Und das passt irgendwie so immer so perfekt zum Flair. Falls ich es schaffen sollte, dann kriegt ihr Freitag die Handbag Collection 2024. Quasi die Handtaschen, mit denen ich ins neue Jahr starte. Deshalb darf ich es auch 2024 nennen. Ja, also ich werde mir Mühe geben. Ich habe dafür eigentlich Zeit. Es sei denn, es kommt noch irgendwie was dazwischen. Und ich will mich ja halt auch nicht hetzen, weil es ist ja Urlaub. Aber ich habe da so Bock drauf, das für euch zu filmen. Deshalb, ja, seien wir mal gespannt. Und dann sehen wir. Also, falls ihr das Video aber trotzdem nicht vor Weihnachten sehen solltet. Eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass ich euch ein super schönes Weihnachtswochenende wünsche. Sonntag ist Heiligabend und Montag und Dienstag sind die ersten zwei Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr verbringt die Zeit mit euren Liebsten, ob Familie oder Freunde oder wen ihr sonst so lieb habt und habt da eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Und ja, Wahnsinn, dann ist das ja auch schon wieder irgendwie so schnell vorbeigegangen. Und nächstes Jahr wird auch viel Gutes mit sich bringen, egal ob diese OP jetzt kommt oder nicht. So, von daher blicken wir positiv nach vorne. Fühlt euch alle ganz herzlich umarmt. Ich kann so richtig irgendwie so eine festliche Stimmung, da möchte ich alle umarmen. Ja, und ich ziehe das schon wieder in die Länge mit dem Abschied. Macht's gut, ihr Lieben. Frohe Weihnachten.